In jedem steckt ein Held und davon können sich die Zuschauer der zweiten Special Olympics am 16. und 17. September überzeugen. In der Roland-Matthes-Schwimmhalle fiel dazu heute Vormittag der Startschuss für die Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Der Thüringer Landeswettbewerb Schwimmen findet bereits zum zweiten Mal statt und das mit noch mehr Sportlern als im letzten Jahr. 182 Athleten aus 22 Einrichtungen fanden den Weg in die Landeshauptstadt, 20 mehr als im letzten Jahr. Die Athleten im Alter zwischen 10 und 55 Jahren treten in den Disziplinen Brust, Rücken und Freistil gegeneinander an. Alle Teilnehmer werden in Leistungsgruppen eingeteilt, die ihren Vorleistungen entsprechen. So hat jeder Athlet eine reelle Chance. Also unser Wettkampfsystem funktioniert natürlich ein bisschen anders wie im normalen Leben, sag ich, bei den normalen Wettkämpfern. Wir haben am ersten Tag, das ist heute, die Klassifizierung hier, über 50 Meter Freistil, Brust und Rücken. Müssen dort die Athleten klassifizieren, sehen, wie stark sie sind. Und sie werden dann morgen für die Finals in Leistungsgruppen eingeteilt. Leistungsgruppen deshalb, weil nicht jeder Sportler, sag ich mal, gleiche Bedingungen hat oder gleich stark ist. Also müssen die zusammen schwimmen in den Gruppen, die auch von der Leistungsstärke zusammenpassen. Während des Wettbewerbs bis morgen ist die Nutzung der Roland-Matthes-Schwimmhalle für den öffentlichen Badebetrieb nicht möglich.